Ich habe mich mit den Bach-Partiten jetzt 8 bis 10 Jahre lang sehr intensiv beschäftigt. Ich habe das Gefühl, je älter die Musik ist, desto länger braucht man, um seine eigene Sprache darin zu finden. Die Partiten sind auch in diesem wahnsinnigen Kosmos von Bach-Klavierwerken vielleicht das, was mir irgendwie emotional am allernächsten ist. Fast noch näher mich irgendwie trifft und unmittelbarer als die anderen großen Meisterwerke von Bach. Kurz vor Schluss, kurz bevor die CD-Aufnahme eigentlich konkret werden sollte, habe ich hier ganz zufällig dieses wunderschöne und völlig einmalige Instrument kennengelernt. Das fühlt sich schon wie eine persönliche Beziehung an, nämlich in Köthen im Schloss bei der Sammlung von Georg Ott. Die Geschichte dieses Tangentenflügels ist wirklich unglaublich, weil er unfassbare 200 Jahre im Dornröschenschlaf auf einem Dachboden verbracht hat. Eigentlich ganz bald nach Erbauung vergessen wurde da oben und nach 200 Jahren wiederentdeckt von Georg Ott und restauriert und nun in diesem unfassbaren Originalzustand hier ist, wunderschön klingt und endlich Musik machen darf.